Wir haben hier einmal Hühnchen mit Ragout und einmal haben wir Hackfleisch gekocht mit warmem Wasser, weil so ein kleiner Igel braucht ein bisschen zerkleinert alles und natürlich auch nicht roh, weil sonst wieder Lungenwürmer bzw. auch Würmer im Magen sich entwickeln können. Hier ist schon mal die Waage, damit wir nachher auch das Igelkind wiegen können. Er sollte am Tag ungefähr 15 bis 20 Gramm zunehmen. Ja, und dann haben wir hier unsere Liste. Das heißt, ich habe hier am 30.10. angefangen mit der Behandlung. Da hat das kleine Tierchen, das Mädchen, 282 Gramm gewogen. Und dann ist es ziemlich rapide hochgegangen. So, das ist jetzt unsere kleine Igeldame. Die hat schon wieder Stacheln verloren. Jetzt müssen wir sie erstmal wiegen. Für das Wiegen lege ich sie immer auf den Rücken, weil dann bleibt sie am ehesten ruhig. Und so, sie hat zugenommen 430 Gramm. Das heißt, es geht ihr ganz gut. So, man sieht, also sie ist ganz ruhig. Sie hat jetzt auch die Äuglein zu. Jetzt warten wir mal, ob sie sich von alleine umdreht. Na, sie hat natürlich jetzt ein bisschen Angst, weil das Licht ist. Jetzt drehe ich sie mal ein bisschen auf die Seite. Dann schauen wir mal, was passiert. Dann müsste sie sich eigentlich langsam aufrollen. Genau. So, und jetzt versucht sie da rauszukommen, was wir natürlich nicht machen. So, und jetzt gehen wir die mal in unsere Schale, um sie von ihren Milben zu befreien. So ein Igel hat ganz viele Milben, wenn er in die Hände von Menschen kommt. Und diese Milben können dem Igel ganz viel Schaden anrichten. Erstens mal, wenn ich ihn umdrehe oder wenn ich sie umdrehe, dann macht sie wieder auf. So, jetzt kann ich ihre Füßchen hier unten packen und kann sie ein bisschen dazu bringen, dass sie sich aufmacht und ihr Bäuchlein frei macht. So, na, so bist du ein bisschen streng mit mir. Ihr seht schon, hier ist eine Stelle, da hat sie ihre Stacheln verloren. Da haben die Milben ganz viel angerichtet. Ja, alles gut, alles ist gut. So, ich lege sie jetzt mal ganz vorsichtig in die Schale. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir diese restlichen Milben loskriegen, damit sie nicht ihre ganzen Stacheln verliert und auch, dass sich kein Eiter bildet. Dafür habe ich eine Spritze vorbereitet, ohne Nadel natürlich, sondern nur mit Olivenöl. Und jetzt wird sie erstmal ein bisschen, ja. Komm, ganz ruhig. So. Ja. Jetzt tun wir mal die Stelle ein bisschen einträufeln hier. Da, wo diese Wunde ist, überall ein bisschen von dem Olivenöl. Das nicht auf allen Seiten. Und dann fahre ich ganz vorsichtig mit dem Gartenhandschuh in diese Richtung, nicht in die Gegenrichtung erstmal und versuche damit das ein bisschen auf die Haut zu bekommen. Es wird natürlich nicht reichen, deswegen habe ich auch eine Zahnbürste vorbereitet, die ich ein bisschen in Olivenöl tauche. Und jetzt mache ich etwas, was der Dame meistens nicht gefällt. Ich bürstle sie ein bisschen gegen den Strich, um natürlich hier die Haut zu erwischen. Und diese Aktion muss man dann überall machen, auf allen Seiten. Und ihr seht schon, ich habe hier wieder Stacheln. Sie verliert also schon ganz schön ihre Stachelchen. Jetzt schaut mal, so schaut sie dann von vorne aus. Jetzt hat sie die Augen wieder ganz offen. Jetzt ist sie mutig. Na, sie ist ganz, die Augen sind klar, sie sind nicht verklebt, weil ich habe natürlich mit ihr auch Folgendes gemacht. Ja, du willst runter, ich weiß. Ich nehme ein Q-Tip. So, und dann muss ich jetzt schauen, dass ich ihr auch hier vorne, das mag sie gar nicht, ein bisschen die Nasenspitze einöle. Und jetzt schaut mal die Pfoten, was sie mit den Pfoten macht. Igittigit, sie spreizt die Pfoten, weil das mag sie gar nicht. Aber das ist wichtig, weil halt auch im Gesicht die Milben sind. Und Milben mögen Olivenöl nicht. Ja, jetzt wieder. Und hier auf der Seite. Die Härchen und jetzt hat sie wieder ein bisschen Angst. Aber wir kennen uns schon länger. Ne? Sie wird jetzt immer mutiger. Jetzt warten wir mal wieder ein bisschen. Man kann auch sie wieder umdrehen. Dann bewegt sie sich gleich wieder so. Und dann kann man auch hier mit dem Q-Tip ein bisschen
Wichtig ist, dass der ganze Igel von oben bis unten nachher mit Öl benetzt ist. Und natürlich, wenn ich dann im Bauch, so wenn ich jetzt hier unten arbeiten will bei dieser kleinen Igeldame, dann lege ich sie wieder auf den Rücken, dann tut sie erstmal nichts. Dann bleibt sie schön brav liegen. So, dann habe ich wieder eine neue Spritze aufgezogen und dann mache ich das gleiche hier. Außen herum, bisschen auf den Kopf. Und es schadet dem Igel natürlich auch überhaupt nicht. Olivenöl ist ein Naturprodukt, wie ihr wisst. Ja, es stinkt ein bisschen für den Igel. So, dann nehmen wir natürlich gleich wieder die Zahnbürste. So. Und wieder gegen den Strich, was sie nicht mag. Ja, so ein bisschen und auch hier, überall ein bisschen. Ah, und jetzt ist sie ganz zugekugelt. Dann drehen wir sie wieder auf die Seite. Dann macht sie gleich wieder auf. Na, komm. Ein Name wäre noch schön. Vielleicht habt ihr einen Vorschlag für das Mädchen. Sie wird ja dann irgendwann, wenn sie 700-800 Gramm hat, wird sie runtergekühlt. Das heißt, wir tun sie raus in einen kleinen Käfig. Und dann kann sie ganz langsam in Winterschlaf gehen, damit sie im Frühling kleine Babys bekommen kann. Denn die können nur kommen, wenn die Dame Winterschlaf gehalten hat.